sobald wir genug Tribute haben. Ja, wo ist es denn? Gibt es sogar noch nicht. Was nehmen wir dann? Ein Kornspeicher. Ist auch noch wichtig. Ja, ist auch wieder Tribut. Ja, okay. Nein, wir nehmen die Folterhöhle. Weiter können wir uns nämlich schnell böse machen. Und hier können wir noch die Kreatur Ding schlafen. Nein. Hallo? Kein Getreide essen. So. Also bauen wir mal die Sachen. Zuerst mal ein Feld, am besten ein bisschen weiter weg. Am besten in der Nähe vom... Ah, das ist ein Feld. Eine Wiese wollte ich. So. Jetzt kommen hier manchmal Nutztiere vor und wir können dem Tierding, dass die Nutztier essen soll. Ich weiß nicht, ob Nutztiere überhaupt die Kreaturstücke machen, aber Dorfbewohner machen es. Also muss ich dann noch schauen. Sonst machen wir das später einfach gar nicht. So, eine Folterhöhle. Am besten irgendwo, wo es viele Häuser hat. Damit die sehr schön traurig werden. Und... Ah, jetzt weiß ich, was ich wollte. Die größeren Häuser, aber die gibt es, glaube ich, gar noch nicht. Hier hat es zum Beispiel ein Landhaus, aber das ist nicht zum Stapeln. Nein. Hütte, ist das zum Stapeln? Nein, das sind nicht die... Ich glaube, sie heißen Hochhäuser. Normale Häuser sind es ja nicht, auch nicht. Dann nehmen wir noch Multi-Pick ab, aber das ist zu teuer. Ja, alles nacheinander. Ich weiß nicht, ob Bestrafungsspieß schon etwas bringt. Ach komm, wir bekommen genug Attribute. Haben wir was zum Bauen. So, ich glaube, das reicht eigentlich schon. Vielleicht hier noch bei der Mine. So, und hier. Okay, da machen wir noch die drei Quests. Das sind Tutorials. Ah, die Quest ist noch hier. Zwei Quests sind es also noch. Okay.
mein Gott! Wenn es dich gibt, spitz gefälligst deine Ohren! Meine Tochter ist schwanger. Sie sagt, kein Mann hat sie je berührt. Was sagt uns das? Unbefleckte Empfängnis. Also bist du der Vater. Das ist dein Kind, verdammt. Gib mir eine Mitgift. 1000 Holzeinheiten. Hey, Boss. Du bist ja ein richtiger Casanova. Und leckt. Wir müssen den echten Vater finden und euren Ruf retten. Hier stimmt etwas nicht, Herr. Vielleicht sollten wir ihr folgen. Ja, wie ihr gesehen habt, hinten dran, also im Hintergrund, hat man es gesehen. Sogar das Aussehen hat sich verändert vom Mann. Ja, jetzt muss man die einfach beobachten. Kann die nicht schneller werden? Wir haben leider noch keinen Wasserzauber oder so. Bisschen rumschubsen. Der trainiert schon. Dorfbewohner als Handel benutzen. Oh, yeah. Wo ist sie jetzt? Da. Ja, in Patch 1.1 war sie auch noch nicht richtig bugfrei, die Quest, also man konnte sie nicht beenden, sozusagen. Also man sah, wie sie irgendwo in ein Haus ging, aber dann blieb sie im Haus, kam nicht mehr raus und man konnte die Quest eigentlich nicht mehr beenden. Ich hoffe, es geht hier bei Patch 1.3, aber ich denke schon. Und die haben immer noch ein neutrales Smiley. Denen geht es zu gut. Na, wo gehst du hin? Das ist übrigens Zufall, wo sie hingeht. Okay. Ich wusste, da läuft was. Gar nichts wusstest du. Jemand sollte ihren Vater informieren. Kommt jetzt wieder raus. Bekehrter Brüter. Oh Lord. Komm wieder raus. Ein bisschen klopfen. Ja, das sieht man natürlich. Okay, du kommst halt nicht mehr raus. So. Und jetzt? Hallo? Ist die Quest immer noch verbuggt? Ja, ich möchte gerne dir Bescheid sagen, aber wenn der da nicht will. Geh doch rein, bitte. Also wenn einer weiß, wie man die Quest beenden kann, dann möge es bitte sagen, aber ich bekomme jetzt einfach nicht drauf. Ich dachte, man muss den ins Haus bringen, also dass er es sieht. Aber keine Ahnung, wieso das nicht geht. Das war ja das richtige Haus. Hm.
Quest. Vaterschaftsklage. Keine Ahnung. Also dann werden wir noch ein bisschen trainieren. Spielen. Nein, nicht spielen. Spielen mit Felsen auch nicht. Du darfst nicht spielen mit solchen Sachen. Genau, da machst du ein bisschen. So. Beime greifst du nicht an? Nein. Lieber Spieler. Also andere böse Kreaturen und so. Bäume fressen, nein. Du musst Kühe essen. So. Jetzt untersuche mal. Ups. Mal kurz eine Pause. So, ich habe mich ein bisschen ausgeruht. Nicht fressen. Ach komm. So, du musst spielen. Du musst böse werden. Fressen nützt nichts. Hier haben wir noch eins. Nicht spielen, sonst spielst du nicht mehr mit den Puppen. So. Okay. Dann haben wir alles. Ja. Was wollte ich noch bauen? So ein Weizenfeld könnte ich noch bauen. Nicht Wiese, Weizen. Aber nicht so, dass... Mach ich hier halt ein kleines Weizenfeld hin, weil ich hier noch den Weg wollte. So. Und, die Mühle wollte ich noch, aber die haben wir noch nicht, genau. Ja, also... Machen wir Tutorial. Ich muss keine Häuser bauen. So. Noch ein wichtiger Teil der Werkzeugleiste ist das Aufgabenmenü. Klickt auf die Registerkarte Aufgaben, um es zu öffnen. Hallo, ich möchte... Oh, das ist so... Ja, ich wollte eh drauf. Aufgaben, die ihr erledigen müsst, um ein Land zu meistern. Andere Aufgaben sind weniger wichtig. Stellen euch aber vor interessante Herausforderungen. Die Register unten rechts bestimmen, welche Aufgaben ihr betrachtet. Alle oder nur eine Auswahl. Im Aufgabenfenster oben links werden deine Aufgaben angezeigt. Du musst nur die Aufgaben der goldenen Schriftrolle erledigen, um ein Land abzuschließen. Für die anderen Aufgaben kassieren wir aber Tribut. Ja, für jede Aufgabe, die ihr erfüllt, bekommt ihr Tribut. Ich weiß nicht, wo die fehlenden... Schäde ein hin sind. Also wo man die findet. Haben wir hier dazwischen noch eins vergessen, aber ich denke nicht. Nö, scheinbar nicht. Tja, suchen. Ja, suchen. Ich dachte, es sind alle so ein bisschen... Ding und nicht nirgends in der Mitte haben wir hier irgendwo welche.
Hier hatten wir das schon, ja. Ich weiß jetzt welche nicht, wo ein Unterschied noch ist. Tja, ist nicht gerade gut, wenn man die 1 oder 2 Schäden nicht findet. Weil dann fehlt man recht viel Attribute. Die kann man nicht einfach so kriegen, nur durch Quests. Schwer, schwer, schwer. Da hat es noch 2. Also die Schäden sind eigentlich relativ groß. Die sollte man eigentlich schnell finden. Das haben wir schon. Am besten so mal schauen. Schwer, schwer, schwer. Boah, ist das laut manchmal.